Hallo liebe Knobelspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Enigma aus dem Zoch Verlag. Ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren mit einer Dauer von 30 bis 45 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel an Inhalt, wie baut ihr das Spiel dann auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Enigma. In der Schachtel findet ihr folgenden Spielinhalt: eine Anleitung, ein Punkterad, eine allseits beliebte Sanduhr, dann gibt es hier Bauklötze, so Tangram-Spielsteine, noch mehr Klötze, ein paar Rohrsysteme, ein paar Spielerfiguren, dann gibt es hier so 4 Auslagen und hier auch den Inhalt für die Auslagen. Ja, das ist der komplette Spielinhalt von Enigma. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Aufbau funktioniert folgendermaßen: Ihr legt diese Ablagen für die einzelnen Aufgaben auf den Tisch nebeneinander und legt dann einfach die Karten drauf, die dieser Auslage entsprechen. Also hier zum Beispiel dieser Vogel kommt hier drauf und auch die Bausteine, die dazu passen, kommen jeweils davor. Also hier kommen die bunten Bausteine davor und auch die Karten mit den Bausteinsymbolen drauf. Hier kommen die mit der Waage drauf, da kommen die einzelnen Klötze und hier drüben das Rohrsystem mit den Rohrsteinen. Eine Karte gibt es, das ist die Startkarte, an die wird angebaut. Das legt ihr irgendwo in die Mitte des Spielfelds, dass ihr außenrum Platz habt. Jeder Spieler nimmt sich 4 Figuren seiner Farbe, wobei er eine Figur dann gleich mal auf die 0 der Wertungsleiste stellt. Die Sanduhr stellt ihr mal gut erreichbar für alle hin. Und ein Spieler macht den Startspieler, der bekommt noch diesen lilanen Gesellen. Ja, das ist der komplette Aufbau des Spiels. Und als nächstes werde ich euch kurz die Spielidee vorlesen. Aus dem Tagebuch des Kapitäns. Wir sind auf einer mysteriösen Welt gelandet. Von ihren Bewohnern verlassen, stellt sie uns für große, aber vielleicht lösbare Rätsel. Wir sind auf ein riesiges, hochverzweigtes Netz aus Plasmaleitungen und Brennkammern gestoßen, das wir Enigma nennen. Mein bester Ingenieur vermutet, dass es sich um eine künstliche Intelligenz handeln könnte. Gelingt es uns, einige der unzähligen Plasmakreisläufe zu schließen, könnten wir auf neue kreative Energieträger stoßen und ein völlig neues Weltensystem entdecken. Machen wir uns ans Werk. Viele Rätsel wollen gelöst sein. Ja, worum geht es bei Enigma? Bei Enigma geht es darum, zu rätseln. Wer also gerne Rätselspiele mag, der ist hier goldrichtig, denn hier gibt es verschiedenste Aufgaben, die es zu lösen gilt. Und die sind teilweise wirklich ganz schön knackig, muss ich zugeben. Das Spiel funktioniert dann folgendermaßen: Der Startspieler ist der, der sich als erstes ein Rätsel aus diesen 4 Rätseln raussuchen darf. Und es darf jedes Rätsel auch nur ein Spieler nehmen. Also jede Rätselart darf nur ein Spieler nehmen. Das heißt, wenn es er sagt, ich nehme mir dieses Vogelrätsel und die dazugehörigen Steine, die da verbaut werden müssen, dann ist dieses Rätsel für die anderen Spieler in dieser Runde nicht mehr wählbar. Die müssen sich dann eines der anderen heraussuchen. Karten bleiben erstmal noch auf der Plasma-Kernseite, sodass das Rätsel noch nicht zu sehen ist, bis sich jeder Spieler eben ein Rätsel rausgesucht hat. Ich sag mal, er nimmt sich das Gewichtsrätsel und legt das zu sich und nimmt sich auch die entsprechenden Steine und legt sie vor sich hin. Dann wird gerätselt. Die Spieler drehen gleichzeitig ihre Aufgaben um und beginnen, diese zu lösen. Um was es dabei geht, zeige ich euch gleich noch. Der erste Spieler, der das dann geschafft hat, dreht die Sanduhr um und die anderen Spieler haben noch diese Sanduhr lang Zeit, auch ihr Rätsel zu lösen. Haben sie das Rätsel nicht gelöst innerhalb dieser Zeit, dann kommt die Karte einfach in die Spieleschachtel zurück und ist nichts mehr wert. Haben sie das Rätsel aber gelöst, dann dürfen sie ihre Karte an diesen Startplasma-Kern
Rohrsystems, Dingens hier anlegen. Und da gibt es ein paar einfache Regeln. Ich darf die Karte beliebig drehen und anlegen. Es muss die Leitung halt weitergeführt werden. Das heißt, ich darf nicht irgendwelche Abschlüsse machen, wo dann plötzlich was endet im Nichts. Das darf ich nicht machen. Ansonsten kann ich das beliebig dranlegen. Deswegen braucht ihr außenrum auch ein bisschen Platz. Und auf die Karte, die ich gerade angelegt habe, darf ich dann auf einem Plasmakern eine meiner Figuren stellen. Auf welchem Plasmakern ist egal, von welcher Farbe. Es gibt Orange, Grün und Blau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf das Grüne draufstelle, dann sind die grünen Plasmakerne für diese komplette Leitung, die Leitung geht durch die anderen Plasmakerne weiter, für andere Spieler gesperrt. Das heißt, andere Spieler dürften in dieser Leitung nur noch auf den orangen oder auf den blauen Plasmakern setzen. Ich baue jetzt einfach spaßeshalber mal einen zweiten hier dran. Nimm zum Beispiel den von dem anderen Spieler, leg den hier dran und setze ihn auf den Plasmakern hier, den orangen. Ich kann natürlich auch hier einen anderen nehmen, aber der ist jetzt hier schon mal abgeschlossen. Das heißt, wir spielen jetzt noch eine Runde, tralali, tralala. Der Spieler hat es geschafft, legt seine Karte hier an und darf natürlich jetzt eine Figur auf eine andere Farbe legen. Hier auf Orange darf er nicht, denn hier in dem Strang steht ja schon der Rote drauf. Er darf aber auch hier einen ganz anderen Strang sich auswählen. Hier den darf er nicht auswählen, weil auf der Karte ist kein Plasmakern drauf. Das heißt, das ist einfach nur ein Ende. Und er sagt es einfach, dann setze ich ihn schnell aufs Blaue, denn jetzt ist die Strecke fertig. Das heißt, von hier das Ende bis hier das Ende ist eine durchgehende Rohrleitung entstanden. Und dafür gibt es jetzt Punkte. Und Punkte kriege ich so viele, wie ich Plasmakerne in der Leitung habe, wo meine Figur drauf steht. Das heißt, ich stehe hier auf der grünen Leitung, auf dem grünen Plasmakern. In dem ganzen Gewurle gibt es zwei grüne Plasmakerne. Das heißt, für diese Figur kriege ich zwei Punkte. Die ziehe ich hier vorwärts. Eins, zwei. Und blaue gibt es nur einen. Kriege ich nochmal einen Punkt extra. Und der rote steht hier. Und da gibt es eins, zwei, drei. Also kriege ich eins, zwei, drei. 1, 2, 3 Punkte auch und nehme meine Figur zurück. Figuren zurücknehmen kann ich also nur, wenn ein Plasma-Weg hier abgeschlossen ist. Ansonsten ist die Figur da verratzt und ich muss eben schauen, dass ich hier gute Wege baue, wo ich viele gleiche Plasmakerne von der gleichen Farbe drin habe und die auch besetzt habe. So viel zum Thema der Plasmakern und die Wege und die Punkteverteilung. Aber jetzt kommen wir doch zum Kern dieses Spiels. Und das zeige ich euch im nächsten Video, die vier Rätselarten, die es hier gibt. Ich erkläre euch jetzt also schnell mal die vier verschiedenen Rätselarten, die es in diesem Spiel gibt. Und ich fange an mit dem Bruchstückrätsel, das sind die mit dem Vogel hier drauf. Sobald das Rätsel losgeht, drehe ich das um und dann habe ich die Figur, die ich nachlegen muss mit allen Steinen. Das heißt, das hier ist eine einfache Figur. Hier lege ich einfach mal die hier drauf. Der große, der muss wahrscheinlich dann... Ne, da passt er nicht. Dann passt er wahrscheinlich hier rein. Der zweite große passt dann hier rein. Das ist der Kopf. Das ist der erste Teil vom Hals. Das ist der zweite Teil vom Hals. So. Somit hätte ich diese Figur jetzt fertig gebaut. Würde die Sanduhr umdrehen und die anderen Spieler hätten dann eben noch so lange Zeit, um ihre Rätsel zu lösen. Wie gesagt, so einfach wie der Kranich sind die Dinger nicht immer. Es gibt hier also die verschiedensten Symboliken, die da nachgebaut werden müssen. Ja, da gibt es für jeden immer was Schönes zu tun und man rätselt ab und zu auch ein bisschen länger. Das ist also das erste Rätsel mit den Bruchstücken. Die zweite Rätselsorte, die wir haben, ist das Thema mit dem Gewicht. Da ist hier so eine Waage drauf und das drehen wir mal um. Und hier sehen wir jetzt, was wir tun müssen. Wir müssen auf dieser Waage links wie rechts das gleiche Gewicht erreichen. Und zwar mit so vielen Steinen, wie hier unten abgebildet sind. Das heißt, ich muss mir jetzt 6 Steine hier nehmen und muss mir jetzt überlegen, wie kriege ich mit diesen 6 Steinen, die muss ich alle verbauen, auf beiden Seiten das gleiche Gewicht. Ich kann zum Beispiel sagen, ich lege jetzt hier mal auf die 12, dann machen wir hier mal 17, dann machen wir hier mal
22. Und hier haben wir 9. Dann nehme ich nochmal 9, sind wir 18. Und eine 4 dazu, sind auch 22. Bumm, Sanduhr umdrehen, Rätsel gelöst. Die anderen haben noch eine Sanduhr lang Zeit, ihr Rätsel zu lösen. Das ist also das Thema mit den Gewichten. Da gibt es auch die verschiedensten Dinge, eben einfache mit nur 2, aber auch schwierigere, wo mal 3 vorkommen. Ja, auch hier gibt es genug Material, um seine Gehirnwindungen mal ein bisschen in Wallung zu bringen. Das ist das zweite, das Gewichtsrätsel. Das dritte, was es gibt, ist das Rohrrätsel. Im Rohrrätsel ist es so, man bekommt diese ganzen Rohrstücke hier zu sich und nimmt sich auch hier die Karte. Und hier gibt es jetzt Folgendes zu tun. Man muss mit diesen Rohrteilen, außer denen, die hier oben weggeixt sind, also ich darf davon eins nicht hernehmen und davon eins nicht hernehmen, mit den restlichen muss ich es schaffen, alle Rohre zu verbinden oder sauber zu einem Ende zu bringen. Jetzt schauen wir mal, das hier passt eigentlich nur hier oben rein, um die alle zu verbinden. Hier kann ich mal eine Kurve reinbauen. Machen wir da mal eine Verbindung. Und das hier machen wir einfach mal zu. So. Rätsel gelöst. Sanduhr umdrehen. Und die anderen Spieler haben entsprechend noch Zeit. Auch hier gibt es eben diverseste Aufstellungen, wo man diverse Sachen hernehmen darf, andere nicht hernehmen darf. Lauter verschiedene Konstellationen, die einen hier erwarten. Das ist das Rohrsystem. Rätsel. Und das letzte, was es gibt, das finde ich persönlich fast noch am schwersten, das ist das Rätsel mit den Bauklötzen. Hier muss man aus diesen 4 Klötzen, immer aus den 4 Klötzen, das nachbauen, was man hier sieht. Und zwar so, dass wenn man oben auf die Klötze drauf schaut, genau das hier noch sieht. Und dabei müssen die Klötze sauber aufeinander liegen. Es dürfen keine irgendwie so Lücken hier entstehen, dass da irgendwie Löcher drin sind oder so. Das ist nicht erlaubt. Es muss alles irgendwie glatt aufeinander liegen. Wie hoch und so weiter ist egal. Aber es muss am Schluss das hier von oben drauf schauen zu sehen sein. Und ich versuche das jetzt mal schnell zusammenzubauen. Ja, ich glaube, so müsste es stimmen. Schauen wir mal oben drauf. So, zweimal rot, das Ding hier, einmal blau hier, einmal grün, ja, so passt das. So sind auch keinerlei Lücken oder so hier drin, das ist alles ein sauberer Klotz, den ich jetzt hier gebaut habe. Somit hätte ich jetzt dieses Rätsel gelöst. Und wie gesagt, ich muss immer alles verbauen, was mir angezeigt wird. Hier zum Beispiel sehe ich nicht mal einen roten, aber ich muss ihn irgendwo so verbauen, dass ich ihn eben nicht sehe. Da gibt es auch sehr lustige Dinge, finde ich es persönlich fast am schwierigsten zu lösen. Ja, das sind die 4 Rätselarten, die es gibt und an denen sich die Spieler eben versuchen müssen, um die Rohrleitungen dann eben weiterzubauen. Natürlich endet das Spiel auch irgendwann und das Spiel endet, sobald ein Spieler hier über die 15 auf der Wertungsleiste drüber kommt. Dieser Spieler hat das Spiel dann gewonnen, hat nach einer Runde noch kein Spieler die 15 überschritten, wird eben die nächste Runde angestoßen und gespielt. Haben 2 Spieler gleichzeitig die 15 überquert und liegen auf dem gleichen Platz, dann wird geschaut, wer noch die meisten eigenen Ingenieure auf dem Spielplan hat und dieser Spieler hat dann eben das Spiel gewonnen. Das war sie, meine Brettspielvorstellung des Spiels Enigma aus dem Zoch Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht es gut, euer Michael.